Ich weiß, dieses Spiel ist euch wie auf den Leib geschneidert, auf den Brotleib geschneidert, weil ihr denkt ja immer, ihr kriegt alles gebacken. Oliver. Ich möchte schon jetzt sagen, bevor gleich dieser Einspieler kommt, ein Skandalspiel. Aber bitte. Das ist, hast du sehr schön gemacht. Wir spielen jetzt das große Promis backen. Herzlich willkommen beim großen Promis backen. So, lieber Olli, lieber Martin, ihr habt es richtig erkannt. Ihr müsst nämlich heute backen. Mhm. Und zwar nicht irgendwas, sondern euch gegenseitig. Und wir haben natürlich auch etwas für euch, woran ihr euch so ein bisschen orientieren könnt. Martin, du kannst ja mal schauen, das ist nämlich dein Vorbild. Ganz süß, oder? Wer soll das denn sein? Ja, das ist der Olli. Oh, das ist aber... In Originalgröße. Ich würde sofort spenden für den, der da gemacht ist, weil das ist... Ja gut, ihr könnt... Das bin doch nicht... So, auf jeden Fall, also sagen wir mal, er sollte vielleicht einen ganz anderen Beruf wählen. Ich? So? Da ist ganz ehrlich, so hätte ich weder eine Chance im Fernsehen oder auch jemals irgendwie auf sexuelle Kontakte zu Frauen, wenn ich so aussehen würde. Olli, du willst doch bestimmt auch mal deine sehen. Wenn ich die gesehen habe, bin ich sehr gespannt, wie Martin jetzt aussieht. Es wird auf jeden Fall so ein Michelin-Männchen. Okay, wir okay. Wir werden sehen. Dann... Bitte schön. Martin, das bist du. Alter Schwede. Das geht sogar noch einigermaßen. Ihr habt mich viel schlanker gemacht, als ich bin. Aber das sieht ja schon so aus, als wäre ich auch gesichtsmäßig von der Dampfwalze überrollt. Ne? So, Jungs, ihr habt 120 Minuten Zeit. Und der Gewinner bekommt natürlich den goldenen Cupcake. Da seid ihr heiß drauf, ne? Auf die Plätzchen, fertig und backt. Macht man es mit Eigelb oder ohne? Mit Schale. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Meine größte Problematik wird sein, hinterher das Männchen zu formen. Weil ich habe wirklich, also selbst in der zweiten Klasse in Kunst hat der Lehrer schon abgewunken. So ein Influencer-Ding, so ein, das die Muskeln locker macht. Ah, das war ein Fehler. Olli, brauchst du Hilfe? Nee, geht schon. Was? Ach, gar nicht. Dieses warte, ich hab einen super Trick. Warte. Nein, nein. Ach nee, Turbo ist falsch, warte. Hier. Oh, das ist ja ganz schön gefährlich. Das ist wirklich sehr verknotet. Warte, halt still. Das ging ja dann doch sehr schnell. Aber es steht dir, der rote Kopf steht dir sehr. Alter, du hast dich wirklich richtig stranguliert, ne? Ja. Ja, dann. Martin hat mir das Leben gerettet. 500 Gramm Mehl. Dann nehme man 100 Gramm, lass es auch sein, 250 Gramm Zucker. Ich habe ja das Gefühl, dass der Martin so ein Grundrezept auf jeden Fall schon kennt. Also der wird schon den einen oder anderen Kuchen gebacken haben. Der Olli, glaube ich, noch nicht. Ach, Frau Engels macht den Teig da jetzt. Nee, nee gar nicht. Ich habe dir auch gesagt, fang mit der Butter an. Ja, aber da war ich ja schon fertig. Es fängt an zu brutzeln. Ist das gut oder nicht gut? Ja, rühr mal ein bisschen. Ja, ich nicht kochen lassen. Nee. Man muss nur wirklich sich oft genug einreden, dann wird's. Warte mal, wie hieß dein letztes Tourprogramm? Der will nur backen. Der will nur backen. Das war's. Der will nur backen, richtig. Das ist jetzt sehr heiß, ne? Warten und danach mit Zucker richtig schön schaumig spielen. Das hier, da drin. Also ich sag mal so, es kann ja nicht viel passieren, weil der Olli ist ja noch blöder als ich bei dem Thema. Also von daher, so richtig schlimm wird das schon nicht. Leute, aufs Gramm fast genau. Scheiße! Zack. Hast du ihn schon wieder rausgeholt? Ja, ich hab ihn schon wieder rausgeholt. Ist schon fertig? Ja, ist schon fertig. Ist ein Quick-Kuchen. Dann musst du direkt anfangen zu schlagen gleich. Wen? Es
ist ja so ein Marmorkuchen, da sind ja auch braune Anteile drin. Da muss ich jetzt noch mal so ein bisschen nachlegen, ein bisschen braun reinrühren. Ich glaube, ich habe ja noch reichlich Butter. Da probiere ich mal, was da jetzt so passiert. Naja. Ich glaube, die Butter war ein bisschen zu heiß. Aber mach mal, irgendwann wird das. Das dauert nur ein bisschen. Ja, dim, 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 dim. Die 30 Minuten sind jetzt rum. Der Martin hat seinen Kuchen schon im Ofen. Und der Olli wartet noch, bis er fertig geschlagen ist. Ich habe auf jeden Fall Hunger. Also es wäre schön, wenn ein Kuchen dabei rumkommt. Wir haben die Zeit, die nutze ich auch komplett aus. Ich lasse mir hier keinen unnötigen Stress machen. Und das läuft ja wirklich sehr, sehr gut gerade bei mir. Jetzt wird gebacken! Olli schlief Backpulver, denke ich. Also Olli hat gerade sich das komplette Backpulver durch die Nase gezogen, wie ich ihn kenne. No, 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 no. Ah! Ich bin richtig aufgekratzt gerade. Ich habe schon lange drauf gewartet, ehrlich gesagt. Also das glaube ich ja nicht. Das glaubst du ja wirklich nicht. Was hast du denn da jetzt gemacht? Wir haben Kuchen gebacken. Du hast einen Kuchen gebacken? Ich habe einen Kuchen gebacken. Du hast einen Kuchen gebacken? Ich bin der geborene Typ fürs Kinderfernsehen. Olli? Bitte? Du darfst, also nur mal gucken, sage ich jetzt mal, ne? Wow, sehr gut. Merkst du? Original? Fälschung. Original? Fälschung. Knaller, ohne Witz. Bei jedem Kindergeburtstag komme ich hier richtig groß raus. Olli, kannst du mich ein bisschen zu mir drehen, damit ich noch genauer arbeiten kann? Yeah. Slow. Schuhe sind ja. Come on and dance with me. Yeah. Ich habe alles, was ich brauche. Vielen Dank. Nee. Ich mach's nur von vorn. Yeah. Die beiden haben jetzt noch 10 Minuten Zeit, aber Olli, der ist schon fertig. So. Eigentlich kein Vorbereitet. Das Schlimme ist, ich traue dir das ja zu, dass du mit so einer Nummer kommst. Ey, alter Schwede. Noch irgendjemand fragen hier bitte? So. Sarah, solltest du Fragen zwischendurch haben? Du kannst mich jederzeit ansprechen. Ja. Nein. Ich würde, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man Kuchen backt. Das Schlimmste. Olli, das ist gut. Das wird ein Kaiserschmarrn. Bleib bloß stehen, Junge. Dann. So, ihr beiden, ihr seid sogar vor der Zeit fertig geworden. Also,